Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Crying Destiny und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf der neuen Black Ops 4 Zombie Karte EX bzw. 9 die Wunderwaffe bekommt. Das ist die Tod des Orion bzw. gepuncht die Sekretskuss. Der erste Schritt ist es, direkt im Anfangsraum eine von den Herausforderungen anzunehmen. Da muss man einfach zu einem von den Bannern gehen und mit der Messertaste den durchschneiden und dann bekommt ihr links an der Seite Herausforderungen angezeigt. Davon müsst ihr die ersten drei erledigen, bis ihr die gepunchte Waffe bekommt, und außerdem spawnt dann in der Mitte auf der Säule ein Kessel, den müssen wir auch aufnehmen für die Säurefalle später. Nachdem wir jetzt den Kessel haben, sollten wir Pack-a-Punch aktivieren. Falls ihr nicht genau wisst, wie das funktioniert, einfach mal oben rechts auf die Infokarte schauen oder unten in die Beschreibung. Ich erkläre es noch ganz kurz. Es gibt bei den ganzen Götterstatuen, wo ihr die Perks kaufen könnt, immer so einen kleinen Gong. Dort müsst ihr einen Champion besiegen. Danach bekommt ihr den Kopf von dem Champion und dann müsst ihr den unten im Tempel einfach platzieren und Pack-a-Punch geht auf. Nachdem ihr jetzt Pack-a-Punch aktiviert habt, geht eine Tür auf und dort kommt ihr dann in den Bereich Danu-Ra-Tempel. Und zwischen dem Danu-Ra-Tempel ist ein Zombie-Spawn direkt in der Mitte. Dort einfach mal reinschauen, dann seht ihr ganz hinten einen Kessel brennen. Den Kessel müsst ihr einfach nur runterschießen mit eurer Waffe und dann können wir schon direkt weitermachen mit dem nächsten Schritt. Dafür müssen wir jetzt entweder in den Danu-Tempel oder in den Ra-Tempel, denn wir müssen auf die Brücke, die diese beiden Tempel verbindet, und dort auf dem Boden seht ihr dann einen Pfeil, der brennt. Ihr müsst jetzt einen Steinkopf finden. Je nachdem, in welche Richtung der Pfeil zeigt, müsst ihr in den Tempel laufen. Bei mir zeigt der Pfeil jetzt in Richtung Zeus-Tempel. Deswegen zeige ich euch dort auch direkt als erstes den Spot, und zwar müsst ihr nach ganz unten laufen auf die unterste Etage und dort gibt es diese Art Badewanne, wo das Blut rausfließt. Dort in einer Ecke findet ihr den Steinkopf, den müsst ihr mit eurer Aktionstaste aufnehmen, das heißt auf der PlayStation die Viereck-Taste, auf der Xbox die X-Taste und auf dem PC die F-Taste. Das Ganze wird euch nicht angezeigt, das müsst ihr einfach so drücken. Sollte sich der Steinkopf bei euch beim Odin-Tempel befinden, dann auch nach ganz unten laufen, dort gibt es ja diesen riesen Kessel. Und dort in einer der Ecken neben dem Kessel findet ihr den Steinkopf. Wenn der Pfeil in Richtung Danu-Tempel zeigt, dann müsst ihr einfach auch nach unten laufen. Und zwar direkt am Anfang vor dem ersten Baum in der kleinen Pfütze. Dort könnte der Steinkopf sein. Als allerletztes war ich beim Ra-Tempel. Da muss man einfach auch nach ganz unten laufen. Und dann gibt es einen Kessel, der in der Ecke steht. Dort hinter könnte dann auch der Steinkopf sein. Sobald ihr den Steinkopf habt, müssen wir nochmal nach unten in den Pack-a-Punch-Bereich. Denn da muss man einfach ein bisschen im Kreis laufen, ganz außen durch diese kleinen Tore, sage ich mal. Und dort müssen wir jetzt eine Kette finden und ein Zahnrad. Die haben immer denselben Spot, also müsst ihr einfach nur da durchlaufen, die Teile einsammeln und dann können wir uns auch schon aufmachen und die Säurefalle bauen. Die Säurefalle kann man beim Ra-Tempel bauen. Dort einfach an diesen kleinen Totenkopf gehen, das Ganze zusammenbauen. Und bevor ihr die jetzt aktiviert, müsst ihr einmal auf dieses Gitter gehen, dort eure Aktionstaste wieder drücken, dann wird der Steinkopf da platziert, den wir eingesammelt haben. Und wenn ihr jetzt die Falle aktiviert, dann läuft die Säure runter auf diesen Kopf und aus dem Kopf heraus spawnt ein neues Teil, das ist so ein kleiner Skorpion. Als nächstes müssen wir nun die Gunst des Publikums erlangen, und zwar habt ihr ganz unten links in der Ecke so einen kleinen Daumen angezeigt. Der zeigt entweder nach unten oder so mittelmäßig oder nach oben. Ihr müsst diesen nach ganz oben kriegen, sodass auch so grüne Funken sprühen. Die Gunst des Publikums könnt ihr verbessern, indem ihr einfach in der Mitte ein paar Zombies tötet und nach einer Zeit geht dann der Daumen nach ganz oben. Und sobald ihr das geschafft habt, werfen euch die Leute aus dem Publikum immer Gegenstände zu. Jetzt müsst ihr einfach so lange spielen, bis ihr einen kleinen goldenen Kelch zugeworfen bekommt. Der spawnt einfach irgendwann, einfach auch immer im Kreis laufen und mal gucken, ab und an kriegt man das gar nicht mit, dass der geworfen wird, und wenn ihr den seht, dann auch wieder mit der Aktionstaste aufsammeln und dann sind wir auch schon fast fertig. Als nächstes müssen wir in den Danu-Tempel nach unten laufen, dort wo die Bäume stehen, und dann müssen wir in dem Baum ein schwarzes Loch suchen. Wenn ihr das gefunden habt, dann müsst ihr da einmal gegenmessern, dann wird da dieser kleine Skorpion, den wir bekommen haben von der Säurefalle, eingesetzt und dann seht ihr schon, dass dort das Sekret runterläuft. Jetzt müsst ihr nur noch einmal eure Aktionstaste drücken, dann wird dieser kleine goldene Kelch, den ihr eben bekommen habt, da drunter gestellt und das Sekret läuft dann in diesen Kelch hinein. Ihr müsst jetzt einmal eine Runde spielen, dann ist der Kelch voll, dann könnt ihr einfach wieder nach unten gehen zu diesem Baum, mit eurer Aktionstaste den Kelch wieder aufnehmen und jetzt müsst ihr nur noch zur Mystery Box gehen, euch ein bisschen daneben stellen und dann kriegt ihr schon angezeigt, dass ihr die Mystery Box vergiften könnt. Das müsst ihr einfach machen, indem ihr eure Aktionstaste kurz gedrückt haltet. Und jetzt, wenn ihr das nächste Mal an die Kiste geht, bekommt ihr zu 100% die Tod des Orion. Das ist so ein kleiner Skorpion, sag ich mal, mit dem man hier rumlaufen kann. Ich zeige euch das hier auch im Hintergrund. Damit kann man normal schießen. Was aber viel effektiver ist, ist, wenn man das Ganze auflädt. Das hat dann so einen kleinen Effekt wie die DG2, sag
sage ich mal. Also ihr schießt und dieser Effekt geht auf mehrere Zombies über. Die werden dann gestunt, können sich nicht mehr bewegen. Man kriegt sehr viele Punkte dadurch und nach einer Zeit fallen die dann alle um und die Zombies spawnen neu. Die Waffe kann man natürlich auch punchen, dann bekommt man Sekrets Kuss. Für das Punchen braucht man nichts anderes. Das könnt ihr einfach so aktivieren und dann habt ihr zum einen mehr Munition und natürlich ist die Waffe auch effektiver. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit diesem Video. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like da, um mich zu unterstützen. Und falls ihr noch kein Abonnent seid von meinem Kanal, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. In den nächsten Wochen und Monaten werde ich noch viele weitere Zombie-Videos machen zu Black Ops 4. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao.